Als hier das Hafenviertel von Greifswald noch stand, hat er angefangen zu fotografieren. Das war Anfang der 80er Jahre. Robert Conrad hält das Sterben der Altstadt mit seiner Kamera fest, wurde deshalb von der Stasi verfolgt, durfte nicht studieren, sollte sogar eingesperrt werden, wie er jetzt aus den Akten weiß. Er hat sich trotzdem nie beirren lassen. Greifswald, moderner Industriestandort mit dem größten Kernkraftwerk der DDR. Die Altstadt dagegen sieht aus wie nach dem Krieg. Verkommen in der Mangelwirtschaft. Irgendwann konnte nur noch abgerissen werden. Die Wandlung vom mittelalterlichen Antlitz zum Plattenbau macht dem Fotografen heute noch zu schaffen. Ich kenne also die Stadt eigentlich mehr von meinen alten, inzwischen historischen Fotos als aus der jetzigen Realität. Ich bin zu selten zu Besuch hier und meide eigentlich auch diese Viertel hier. Ich will das gar nicht so gerne sehen. Da ich es mir jetzt nun mal ansehe, bin ich schon ganz schön geschockt, dass eben also richtig alte Giebelhäuser verschwunden sind, wo man eben sich so überlegt, was da für Jahrhunderte an Zivilisation, an Stadtgeschichte, an Baugeschichte und Kultur drin gesteckt haben. Moderne Platte statt Patrizierhaus. Über 300 historische Gebäude werden abgerissen, darunter viele denkmalgeschützte. Auf Greifswald ist nie eine Bombe gefallen. 1945 hatte Stadtkommandant Petershagen die Stadt kampflos an die Sowjets übergeben, die alte Hansestadt somit vor der Zerstörung gerettet. Den anschließenden Zerfall während der DDR-Zeit hat seine Witwe nie ertragen. 1985 warnt sie in einem Brief an Erich Honecker vor dem endgültigen Untergang der alten Stadt. Gewiss ist Hilfe für Berlin und Rostock notwendig, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass im gleichen Zeitraum hier eine Altstadt, die es verdient hätte, am Leben zu bleiben, unweigerlich einer Zerstörung entgegengeht, die nicht wieder gut zu machen ist. Doch Greifswald wird, neben Gotha und Bernau, zur Teststadt für die sozialistische Umgestaltung von Altstädten. Industrieplatte statt Geschichte. Keine einzige archäologische Grabung wird durchgeführt, dafür Abriss im Akkord. Und Robert Conrad filmt es sogar noch. Schnell soll es gehen, der Wohnungsmangel ist groß. Sabine Röttcher und Petra Prey leben seit 1956 in Greifswald, wohnten in den 80ern am Rande des Altstadtkerns. Immer wieder besuchen sie die Ausstellung mit den alten Fotos ihrer Stadt. Den Abriss der Altstadt haben sie damals sehr bewusst erlebt. Es macht sie heute immer noch ein wenig traurig, aber sie können es auch verstehen. Die alten Häuser waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu retten und die Greifswalder lebten in erbärmlichen Zuständen. Feuchte Wohnungen, kaputte Dächer, Kachelöfen, Außentoiletten. Hier kannst du auch nicht sehen, was da oben auf der Spitze sitzt. Ne? Nee. Also dieses, was einem immer begegnet, dieser rausgefallene Putz und dies alles grau in grau. Da hätte man viel früher was machen müssen und es kursierte eben dieses Wort Ruinen schaffen ohne Waffen. Ja, das, was wir im Krieg nicht erlebt haben, das haben wir dann hinterher erlebt, dass es alles zusammenfiel. Läden und Gewerbetreibende verschwinden, Haus für Haus wird leergezogen. Doch mittendrin wohnen immer noch viele Familien. Das ganze Viertel war total von Ratten besetzt. Und da gibt es die eine Geschichte, da ist also, hat eine Mutter ihren Kinderwagen abgestellt vor so einer Kellertür und da ist so ein kleiner Junge zu seiner Mutter hoch und hat gesagt, ihr könnt doch da den Wagen nicht hinstellen, da sind doch Ratten. Ja, also das war einfach präsent, dass diese Ratten da eben einfach auch wohnten. Und das war nicht so ein ganz schönes Gefühl. Wir haben uns immer gefreut, dass bei uns nur Mäuse wohnten. Im Alltag haben sie ihre sterbende Stadt gar nicht mehr wahrgenommen, aus reinem Selbstschutz.
Man hat es erst wieder gesehen, wenn man Besuch hatte und mit dem Besuch durch die Stadt ging. Und dann auf einmal wurde man ganz kleinlaut und dachte, das kannst du überhaupt niemand zumuten, wie das aussieht. Ja, vor allen Dingen, wenn es Leute aus der Bundesrepublik waren. Ja, und ich hatte meine ganzen Verwandten drüben. 7 Jahre zieht sich der Abriss hin. Mitten im Klima des Untergangs versuchen Studenten, die alten Gebäude zu retten, indem sie einfach einziehen. Auch Robert Konrad lebt hier. Tun kann er nichts, nur dokumentieren. Und die Ideologie stand auch dagegen. Privateigentum sollte ja nicht sein. Und dann war das große Problem ja das Material. Sie kriegten ja kein Material. Und das waren eben zwei Sachen. Es war nichts da und es sollte auch nicht sein. Es gibt ja kein Privateigentum. Die DDR-Bauakademie konstruiert immerhin eine spezielle Platte mit Backsteinelementen. Eine hilflose Hommage an die Hansestadt. Das andere vergisst man denn auch, ne? Wie schön es gewesen ist und bedauert es dann auch eben so mehr. Und desto wichtiger ist die Ausstellung, dass sie das festgehalten hat. Denn das ist zwar ordentlich, aber nichtssagend, ne? Aber immer noch besser als, naja, die Hochhäuser und die großen Plattenbauten von den Siedlungen in der Südstadt. Da haben wir Glück gehabt, dass es nur so geworden ist. Bis auf wenige alte Häuser und die Kirchen sollte alles abgerissen werden. Doch kurz vor dem Mauerfall ging der DDR das Geld aus. So blieb es bei diesem Viertel im Plattenbaustil. Die beiden Greifswalderinnen haben sich daran gewöhnt. Die alten Häuser verschwunden für immer. Nur auf Robert Konrads Fotos leben sie weiter. Heute ist er weltweit unterwegs als Architekturfotograf. Wehmut bleibt, sagt er. An den tragischen Abriss gewöhnen wird er sich wohl nie.